So, ja, einen wunderschönen. Mal gucken, ob meine Kamera noch läuft. Ja, Kamera läuft. Sehr schön. Dann, ja, willkommen zurück zu Creative Server Dings. Genau, was haben wir heute vor? Also hauptsächlich würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter die Mine erforschen. In Bezug auf Mesa. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir joinen erstmal. Wir haben ja jetzt Oberöde schon ein bisschen was gemacht, ne? Wir haben schon eine ganze Menge gemacht. Von daher, wie gesagt, so meine Idee, dass wir erstmal wieder unter Tage gehen. Genau. Und da, wie gesagt, ein bisschen, also erstmal Fackeln bauen, klar. Und dann macht es wahrscheinlich Sinn, wie gesagt, Mese zu suchen, weil wir werden, ich will halt ein bisschen was bauen mit Mese. Genau. Das steht wahrscheinlich dann für heute an. Vielleicht nur für die nächsten Tage, mal gucken. Auf jeden Fall mal zeigen, was sich so getan hat. Hey, unsere schöne Katze. Easy. So. So, weiß ich gar nicht, wie weit ist das eingestellt. Und jetzt richtig. Alles gut. So, weißt du was? Wir nehmen dich ja auch mal mit. Aber wie gesagt, gerade hier, ne, Baumwolle kann man mittlerweile sehr, sehr gut gebrauchen. Zum einen natürlich, um endlich mal unsere Backpacks abzugraden, die sind ja immer noch auf der mittleren Stufe. Vor allen Dingen aber halt auch für Dingsabumster, für das Seil, was wir damit bauen können. So, was sich getan hat, ist, der nette Herr Admin hat um den Weg zu Ende gebaut. Am besten gehen wir mal Richtung Spawn. Und dann tun wir mal ganz normal von dieser Richtung ausgehend mal den Weg, den nun fertigen Weg zu unserer kleinen Hütte ablaufen. Eigentlich schon geil, ja. So. Naja. Schöne Gegend. Schöne Gegend. Mal gucken, vielleicht, weil der Weg ist ja mittlerweile doch schon relativ lang. Vielleicht wird es sich doch lohnen, hier mal Züge irgendwie betriebsbereit zu bekommen. Zumindest hier für die Strecke. Andererseits müssen wir mal gucken, wie wir unsere Strecke an diese Bahn hier anbinden. Weil so direkt, dass wir die hier an die Strecke anbinden, müssen wir überlegen, ob wir das machen. Ich hatte nämlich überlegt, dass wir quasi von unserem Let's Play-Gebäudelein so eine Art Gartenbahn bauen, die dann irgendwann auf diese Bahn trifft. Also hier wisst ihr schon, diese Minetest-interne Bahn, diese Minecart und sowas alles. Also das Gedöns hier, ne, diese ganz einfachen Gleise und so. Damit eine Art Gartenbahn zu bauen. Und ja, das dann quasi als Verbindung zur Hauptstrecke hier noch mit zur Unterstützung. Wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. So, hier sieht man schon, habe ich weitergebaut. Habe ich das jetzt einfach erstmal mit World Edit durchgezogen? Also habe ich noch ein paar Schützen gebaut, die habe ich per Hand gebaut, aber die Strecken als solches habe ich hier erstmal per World Edit durchgezogen, natürlich. Ich wollte mir jetzt auch nicht zu viel Mühe geben. Hohoho, Spaß. Warum lädt er das Ende des Tunnels vor dem eigentlichen Tunnel? Da ist immer so eine Lücke drin. Das ist seltsam. Naja.
So, oh, da guck mal an. Ah, Schönheitsfehler. Hier auch wieder mit tiefer, also eingelassenen Lampen. Geil, geil. So, und dann sieht man hier endet auch schon. Und dann geht es nämlich einfach, naja, steil jetzt nicht unbedingt, aber es geht halt runter. Hallo. So. Da müsste man hier irgendwo auch die Bahn sehen, aber die Bahn kommt nämlich hier auch dann wieder raus. Ach nee, erstmal kommt hier unser Weg, den wir gebaut haben im Let's Play, also unser Anschluss halt. Das Witzige war, wir hatten den Weg genau bis hier gebaut, das heißt, wir haben den Weg genau bis richtig die Länge gebaut und ja, er hat genau hier aufgepasst. Easy. Genau, hier kommt dann die Bahn raus, die führt hier quasi auch parallel unter der Straße lang, genau hier auch runter. Hier ist das Ding immer echt. Ups. Aua. Wieso darf ich das nicht? Ach so. Genau. Da sieht man die Bahn. Kommt ein bisschen, ne, ein bisschen gerade raus. Und hier ist halt so Straße und Gleis. Da hatte ich das Straßenbauamt und das Schienenbauamt mal ein bisschen angefragt, ob sie das hier vervollständigen können, die Strecken. Und dann ja, haben wir gesagt, ja, machen wir. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, ich habe hier so einen schönen Bahnhof gebaut. Also nicht ich, sondern der Atem natürlich. Und was wir aber noch machen müssen, ist jetzt hier so einen kleinen Weg bauen von dem, ne, von der Treppe nochmal hoch zu unserem Weg, damit unser Weg quasi auch direkt am Bahnhof angebunden ist. Ansonsten kann man den Bahnhof halt nur über die Hauptstraße hier erreichen. Was ausreichen würde, aber nicht schön ist. Deswegen quasi hier nochmal so auf dem Ding quasi so einen kleinen Weg nach unten bauen, der dann hier direkt zu unserer, von unserem Weg abzweigt. Kann man hier quasi so einen kleinen Abzweig machen und den runterlaufen zum Bahnhof. Wäre eine Idee. Jo. Genau. Boah, ansonsten gibt es dann halt hier direkt unseren Weg. Und da wäre jetzt, wir können das also natürlich auch anders machen. Und zwar könnten wir ja auch, muss ich überlegen, wir könnten eigentlich auch hier rechts, ja, das Ding ist hier ist über einer Dingsabums, über nur so einer Schlucht. Deswegen ist der Bahnhof auch auf Holz gebaut. Wir könnten hier rechts noch ein Gleis hinzufügen und das könnte dann hier geradeaus weitergehen, also nicht hochgehen, sondern wirklich geradeaus weitergehen und dann im Berg eine Linkskurve machen zu unserem Haus, weil das müsste ja so ungefähr auf der gleichen Höhe sein, maximal ein bisschen runtergehen, aber es sollte dann so ungefähr auf der Höhe sein. Da können wir quasi hier direkt ein richtiges Abzweiggleis zu unserem Hütchen da hinten machen, was der da irgendwo ist. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dann bräuchten wir quasi nicht diese komische Lorenbahn. Weil ganz ehrlich, diese Lorenbahn ist halt, naja. Ich meine, an sich ist okay, aber gerade wenn du jetzt irgendwie damit Steigungen machst, dann hast du halt immer dieses hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Oder gerade wenn du versuchst, du kannst halt nur so oder so Gleise machen. Wenn du so machst, hast du immer diese Treppengleise. Das ist natürlich so nicht so ganz so schön. Deswegen wäre es natürlich jetzt mit den Advanced Trains halt doch angenehmer. Dann fügen wir da beim Bahnhof noch ein zweites Gleis hinzu und das nutzen wir denn für unseren Anschluss an unsere Let's Play-Hütte. Ah, hier geht dann halt die Straße runter. Und hier sind wir dann ja wieder offiziell im Let's Play-Territorium. Müssen wir mal überlegen, das wäre vielleicht gar keine so dumme Idee. Wie gesagt, dann machen wir da hinten der Bahnhof, kommt dann so Gleis und das geht dann hier so in der Kurve hier rum und kommt dann hier quasi raus. Also nicht direkt hier, sondern ein bisschen weiter rechts daneben und dann geht es halt hier hinten irgendwo hin. Dann haben wir hier wieder nochmal einen kleinen Bahnhof oder das Gleis geht sogar direkt hinten bis zu unserer Hütte. Mal gucken. Ja, über diese scheiß Dinger, die hier rumfliegen, ich glaub's nicht. By the way, Skybox. Was war das jetzt? 3, 4, 5, 6? Nein, ist ein bisschen dunkel. Nein, ist ein bisschen. Ja, das hier. Perfekt.
Genau. So. Ja, gut. Okay. Aber wie gesagt, das nur so am Rande, was mir noch so als Idee eingefallen ist, was wir machen könnten, gleisbautechnisch. Aber wie gesagt, jetzt erstmal würde ich persönlich gerne eine Höhlentour machen, weil ich hätte halt doch schon endlich mal gerne noch ein bisschen Mese. Und zwar wirklich ein bisschen mehr Mese, damit wir hier auch mal ein bisschen Automatisierung machen können. In Bezug auf Laternen und so. Ich meine, ich habe zwar jetzt nicht vor, in kurzer, also in absehbarer Zeit hier Tag-Nacht-Rhythmus einzuschalten, aber es wäre halt doch schon interessant, sowas als funktionierendes System zu machen. Da wäre die Frage, gibt es überhaupt sowas wie Laternen? Richtig Straßenlaternen gibt es nicht. Tja, und bei denen weiß ich nicht, wie ich das verbinde mit Home Decor. Also, ich meine, klar, man kann die zwar aufstellen und die wird auch per Mese-Signal angesteuert, aber das Problem ist, wenn ich jetzt hier so ein Stift nach oben baue, wo sie dann dran hängt, dann müsste ja die Meseleitung auch mit nach oben gehen. Und wie ich das denn optisch hinbekomme. Gute Frage. Ist sogar preiswerter. Eisenklumpen. Oh ja, die ist schon ein bisschen teurer. Energy-Kristalle, interessant. Ja, gut. Oder wir packen einfach davon ein bisschen neben den Weg, kennt man ja vielleicht so aus ein paar Gärten, wo man dann hier so auf dem Boden so ein paar Laternen stehen hat, die dann quasi einfach ja wirklich so auf Fußhöhe sind. Da hätte ich dann zumindest nicht das Problem mit dem Mese-Kabel verlegen. Na gut, komm. Wir gehen, wie gesagt, erstmal unten Höhle weiter buddeln. Das heißt, zu allererst mal hier Tasche ausrollen. Nein, ihr kommt da nicht rein. Was habe ich hier noch im Backpacks? Ach du Kacke, eine ganze Menge. Oha. Ja, holla die Walfi. Da würde ich mal sagen, räumen wir erstmal alles gruppiert hier raus. Schutz sind wir voll. Danke dafür. Holla die Waldfee. Das Ganze komplett hier mit rein. Langsam wird die Kiste ganz schön voll. Eieiei. Wir müssen doch langsam mal anfangen, hier ein bisschen was auszusehen. So, wir schmeißen erstmal das gesamte Holz und Geröll weg. Habe ich hier noch irgendwas in Taschen? Nee. Gut, dann kommt ihr mal alle raus. So,
versuche ich mal wieder ein bisschen zu rekombinieren. Aha. Genau. Genau. Perfekt. Und das hier geht aber nicht wahrscheinlich. Doch, aber es bringt halt nichts. Ach komm. Das bisschen Schwamm drüber. Und schon wird's voll. Ja. So. Achso, halt. Hier, das auch noch rein. Aha, und schon ist es voll. Eieieiei. Du kommst mal bitte raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, ich glaube mal, ganz ehrlich. Fuck off. Ja, hier unten ist natürlich auch voll mittlerweile. Schöne Scheiße. So, Backpacks. Genau, so. Okay. Okay. Holla, die Waldfee. Ist da, habe ich hier noch irgendwas drin, was aus Holz ist? Nee, ne? Ne. Kommt da oben. Gut, der Rest kommt da oben rein. Da, 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 da. So, ist hier noch was, was aus Holz ist? Ja. So, und hier ist natürlich nichts aus Holz, genau. Easy. So, aufgeräumt, Inventar leer, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt das suchen, was wir für die Tour nach unten brauchen. Da würde ich gerne mitnehmen ein bisschen Bronze. Ist das hier Silber? Ja, aber Silber brauchen wir, glaube ich, auch für Technik. Oder? Genau, Silber war ja. Da brauchen wir das und das brauchen wir genau. Kupfer brauchen wir. Ach scheiße, stimmt. Ich habe damals mein gesamtes, Kupfer verbraten für die Bronze. Ah. Das heißt, Kupfer sollte auch ein bisschen was suchen. Gold haben wir ja. Naja, wir müssen echt mal ein paar Sachen hier suchen. Okay, das heißt, wir gucken mal. Erstmal nehme ich die mit. Die können wir kaputt machen, die brauchen wir nicht mehr. Aber dann nehmen wir quasi die versuchen wir immer wieder zu reparieren. Okay, Stahlspitzhacke, die können wir auch kaputt machen. Ja, mehr brauchen wir nicht. Das nehmen wir mal mit, falls wir auf Lava treffen sollten. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Aber sicher ist sicher. Ansonsten ganz viel Kohle, weil wir brauchen ganz, ganz viele Fackeln. Wahrscheinlich. Ich will nämlich die Höhle unten mal auch wirklich schön ausleuchten. So, das heißt, hiervon brauchen wir soweit nichts. Da können wir unten eine ganze Menge zusammentragen. Aber wir brauchen auch ein paar Stöcker, um Fackeln zu machen. Und der Amboss, nehmen wir den mit oder eher nicht so? Aber dafür müsste halt immer wieder hier nach oben gehen. Ach, reicht das mal so. Achso, genau, jetzt brauchen wir bloß noch ein bisschen Verpflegung. Dann nehmen wir mal die Dinger mit. Das, wovon wir hier am meisten haben. Okay, ich sehe gerade, wir haben auch ganz schön viele Kartoffeln mittlerweile.
Sie haben massig Kartoffeln. Sie haben massig Gurken. Oh, was haben Sie denn da mitgenommen? Das, hallo? Da. Ja. Also müssen Sie mal aufräumen, Alter. Das ist ja schlimm. Holla die Waldfee. Na gut, okay. Auch komm, weg damit. Vielen Dank, Wienbild. Den kriegen wir am schnellsten Nachschub. Haben wir ja direkt hier vorne. Bam. Und dann würde ich mal sagen. Gehen wir einfach mal in die Höhle des Löwen. Easy. Halt. Hier oben habe ich direkt Kupfer gesehen. Ernsthaft? Oh, ich hasse dich. What? Warum bleibe ich da immer irgendwo hängen? Das macht halt seriously keinen Sinn. Warum werde ich eigentlich mal wieder hier wach? Oh. Ich dachte mal, ich. Achso, na klar, weil wir im Bett noch nie geschlafen haben. Na gut. Dafür gibt es ja jetzt den Homepunkt. So, alles schon durcheinander, danke dafür. Weg, 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 alles weg, alles weg. Perfekt. Oh! Der hat eine Leiter überschrieben? Was für ein Hurensohn! Ah klar, wir können natürlich gleich wieder 4 Stück dafür. Ich dachte, der guckt immer, wo am nächsten Platz Luft ist. Aber nee, der überschreibt einfach eine Leiter. Ich glaub's ja. Alter, wie tief das Ganze aber auch ist. So, hier war noch mal ein bisschen Kupfer, die kann ich auch noch mal mitnehmen. Und da ist die erste Spitzhacke auch hin. So, genauso wie da unten das Gold, das nehme ich auch gleich mal mit. Denn bei Gold weiß ich absolut nicht, wie viel wir davon später brauchen werden, weil gerade in der, ne, in der IT und so, also in der Elektrotechnik, da ist Gold quasi Gold wert. gerade für Kontakte und sowas alles, ne, vergoldete Kontakte. Ich glaube mal, das ist jedem Typen, der irgendwas mit Elektronik zu tun hat, Begriff. Und das liegt nicht daran, dass vergoldete Kontakte goldig sind, sondern einfach daran, dass Gold halt A ist Gold ein Weichmetall, das heißt, es hat so schon eine bessere Kontaktfläche als solches, tragt jetzt oder kommt es vielleicht nicht so sehr zum Tragen, da es ja eher als Legierung benutzt wird, naja, wenn man es so nennt, also als Art Lack, keine Ahnung. Aber es hat halt eine wesentlich bessere Kontaktfreudigkeit, in dem Sinne, dass halt der Übergangswiderstand kleiner wird. Ja, und das ist halt der Grund, weswegen man bei Kontakten gerne vergoldete Kontakte einsetzt.
deswegen auch mal ein bisschen nach Gold und so Ausschau halten. Und auch noch Kupfer. Denn wie gesagt, davon werden wir auch ein bisschen was brauchen. So, das heißt, das Ganze nehme ich auch gleich mal mit. Ich meine, wir haben ja mittlerweile auch massig Goldtaler, die können wir eigentlich auch alle in Gold umwandeln. Weil. Oh, das habe ich nicht gefunden. Oh mein Gott. Oh mein, guckt euch das mal an hier. Was haben wir denn hier gefunden? So. Hallo, danke. Genau, weil wir werden Gold in dem Sinne wahrscheinlich besser gebrauchen können als Goldtaler, weil Goldtaler brauchen wir nur, um Sachen zu kaufen. Aber auf dem Server hier gibt es auch noch gar keine Märkte. Vielleicht sollte ich mal klammheimlich irgendwo so einen Markt einführen, wo man Gold gegen Mese, also wo man quasi Mese kaufen kann. Oh, guck mal, wie viel Eisen hier ist. Holla, die Waldfee. Was bist du nochmal? Gott, was weiß ich jetzt, die jetzt liegt schon wieder. Hatten wir doch letztens erst geguckt gehabt. Habe ich glaube schon wieder vergessen. Scheiße. So viel Eisen. Die Dunkelheit möchte uns mit dem ganzen Eisen anlocken und dann kommt ein Dungeon Master und bringt uns um. Easy. Alter. Lol. Warum können wir nicht so viel Eisen finden? So, wo war jetzt das Kupfer? Ich habe irgendwo ganz viel Kupfer gesehen gerade. War denn das? Ach da. So, habe ich jetzt auch noch ein bisschen Kupfer? Tja, weil Silber ist natürlich eine gute Frage, ob wir Silber auch brauchen werden für Technik-Mod. Wir nehmen ein bisschen einfach von jedem bisschen was mit. Ach, ja. Jetzt weiß ich doch wieder, warum ich die Skybox deaktiviert hatte. Ich habe nämlich vorhin gerade überlegt, warum die Skybox nicht deaktiviert war. Aber ja, das erklärt einiges. Fuck my life. Na gut. Dann halt doch wieder raus. Schade eigentlich. So, dann würde ich mal sagen, wir machen uns als erstes wieder daran, die Fühler auszuleuchten, also weiter auszuleuchten. In der Hoffnung, dass wir dabei schon wieder ein bisschen Mese finden. Ganz schön viel Eisen überall. Und Kupfer. Das war gerade Sinn, ne? Silber. Chrom! Ach du Kacke, Chrom, damit sammle ich auch noch auf. Kann ich mir ein Auto bauen mit Chromfelgen? Easy. Das ist das hier wahrscheinlich Chrom, ne? Davon haben wir jetzt 6. Und jetzt. Ne, das war gerade Sinn. Okay. Verwirrend. So viele Materialien hier. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen, die Spitzhacke nicht zerstören, sondern nur quasi verbrauchen. Aber so, dass sie noch ja, quasi existent ist, weil dann werden wir die nur wieder immer reparieren. Wir haben uns jetzt extra diesen Sach schon, dieses Ding da gebaut.
Oh mein Gott. Na gut, schade mal ein. Andererseits könnten wir uns natürlich auch eine aus Rainbow Ohr machen und die dann reparieren. So, wo ist unser Heimatdorf? Da hinten müsste unser Heimatdorf sein. Die Frage ist, in welche Richtung gehen wir jetzt überhaupt weiter? Wir waren ja eigentlich letztens da hinten, ne? Dann gehen wir da mal hin. Das war das, wo wir zuletzt ausgeleuchtet hatten. Da war ja auch diese komische Schlucht und viele, die noch weiter runter ging. Oh, ein Taler. Genau. Ach, guck mal an. Mese. Sehr schön. Also langsam wird das sogar was. Bisschen was mit dem Mese. Ja, genau. Hier waren wir. Wäre natürlich noch schöner, wenn es auch so weitergehen würde. Goldrausch. Aber sowas von, du. Aber sowas von. Genau, hier weiter beleuchten. Okay, gucken wir mal. Aha. Na, wenn das mal kein Mies ist. Ich habe übrigens auch geguckt, oder nicht geguckt, sondern ist mir in dem Moment über den Weg gelaufen, von Wuzi, also der Dame, die auch mein Klon gemacht hat, also mein Klon 2. Sie hat eine Orientierungsmod rausgebracht, schon vor einer ganzen Weile. Also sowas wie GPS und Kompass, womit man sich halt orientieren kann. Was ich ja hier für das Play lohnen würde, damit wir uns ja auch orientieren können. Andererseits muss ich dann aber auch sagen, okay, eigentlich bringt es eher weniger was für den gesamten Server, weil normale Spiele haben ja um links im Display ihre Koordinaten und so ein Scheiß, nur wir haben sie halt im Let's Play nicht. Aber nur jetzt fürs Let's Play mit sowas den gesamten Server zu belasten, na, weiß ich nicht, ob das so gut kommt. Ja. Oh, das blaue Gold. Weil ich noch nicht weiß, ob wir das so recht gebrauchen können, für was wir das gebrauchen können. Und weil bei Mithril, ich meine, außer Werkzeuge, kann man damit irgendwas Sinnvolles machen? Oh, hier geht's runter. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Hier ausleuchten, damit die keine Monster spawnen. Während ich im Menü rumdoktore. So. Mithril. Achso, ja genau, Mithril-Truhe, das hatten wir letztens gefunden gehabt, aber ansonsten nichts. Ne, nur Rüstung und Werkzeuge, mehr kann man daraus nicht machen. Okay, gucken wir mal, was hier raus Sinnvolles gemacht werden kann. Blauer Energiekristall, okay. Sonic Screwdriver. Na gut, also das Einzige wäre dieser blaue Energiekristall. Für was kann man... Ah, okay, okay. Was? Funktion 4? Funktion... Was ist das denn? Bergbaubohrer. Bergbaubohrer. Ist es sowas wie so eine Axt oder was?
Nur in super schnell oder wie jetzt? Weil das Einzige, was ich kenne im Bergbau, dieser Schlachtbohrer. Aber dafür haben wir hier unsere Picke. Ach, schau mal, na guck. Obwohl, jetzt ein Steinmonster. Die haben Komboni, die bringen nur Scheiße. Da bitte einen richtig schönen Dungeon Master. Die bringen wenigstens was. Oh, Eisenmonster. Ach, der kriegt Schaden vom Licht. Wow. Einmal Kohle haben wir bekommen, sonst nur Dreck. Ah. Sind halt keine Dungeon Master. So, wir gehen mal weiter in die Richtung, beziehungsweise ich höre erstmal auf. Vielleicht schon wieder hart über Länge. In dem Sinne schauen wir vor.